Wie dir sicher bekannt ist, bieten wir neben Hypnose in unseren Praxiszentren auch echte Online-Hypnose an. Mehrmals pro Woche rufen aber wiederholt Menschen bei uns an, die lieber in die Praxis kommen wollen, als Selbsthypnose für sich zu nutzen. Sie sagen dann solche Sätze wie: Ich weiß ja nicht, ob online funktioniert. Meine Antwort hierauf bekommst du nach dem Intro. Mein Name ist Tobias Paul vom IAC, deinem Institut für Hypnose und Coaching, Deutschlands erfolgreichen Hypnoseinstitut. Wie du wahrscheinlich weißt, bieten wir für verschiedene Themen, bei denen sich Menschen eine einfache und schnelle Veränderung wünschen, auch Online-Kurse in Form von Selbsthypnose an. Das betrifft dann solche Dinge wie die Raucherentwöhnung beispielsweise, Schlafstörungen beseitigen, Stress auflösen, Gewichtsreduktion ohne Jojo-Effekt oder auch Eifersucht ablegen und noch einiges mehr. Verlinke ich dir gerne mal unter dem Video. Hierüber wird sich dann auf unseren Webseiten informiert und dann kommt der Anruf, dass man einen Termin zur Auflösung dieser Dinge in einer unserer Praxen wünscht. Das machen wir natürlich sehr gern, doch drängt sich mir immer wieder die Frage auf, warum? Warum Praxis? Es wird doch nach einem sehr, sehr einfachen Weg, einer besonders schnellen Veränderung und oftmals auch nach einer sehr preisgünstigen Lösung gesucht. Und nichts, wirklich nichts ist so einfach, so schnell und preiswert wie die geführte Selbsthypnose, die ganz flexibel auch von zu Hause aus von jedem durchführbar ist. Wenn ich nach den Gründen frage, so bekomme ich Antworten wie: Naja, ich weiß ja nicht, ob online auch funktioniert. Ja, und ich sage dann immer: Ja, das stimmt, Sie wissen es nicht. Aber können Sie es denn herausfinden, wenn Sie es nicht nutzen? Wie hast du denn herausgefunden, dass du dich am Kopf kratzen kannst? Wie hast du denn herausgefunden, dass du mich jetzt hören kannst? Wie hast du denn herausgefunden, dass du mich jetzt sehen kannst? In all diesen Beispielen hast du es getan oder du tust es aktuell. Nur durch das Tun weißt du, dass es funktioniert. Vorher konntest du dieses Wissen nicht als Erfahrung in dir tragen. Also, was solltest du tun, damit du weißt, dass es funktioniert? Genau, du solltest es anwenden und nutzen. Aber was machen so viele Menschen da draußen? Sie rufen an und wollen die Hypnose in der Praxis. Dafür sind wir ja auch da, alles gut. Nur die Begründung ist mir in vielen Fällen schleierhaft. Wissen diese Menschen denn, dass die Hypnose in der Praxis, wie sie sich ausdrücken, funktioniert? Wenn ich sowas frage, dann höre ich oft Dinge wie: Naja, ich war schon mal zur Hypnose, das hat aber nicht geholfen oder nicht lange angehalten. Und nun wachsen die Fragezeichen in meinem Kopf noch stärker an. Diese Menschen wissen durch ihre ganz persönlichen Erfahrungen, dass Hypnose dort, wo sie waren, nichts gebracht hat und wollen trotz dieser Erkenntnis erneut zur Hypnose. Geschürt wird das Ganze in den meisten Fällen von Hoffnung. Hoffnung gepaart mit der Erfahrung, dass alles andere, was man sonst schon gemacht hat, eben auch nicht wirklich funktionierte. Ja, und diese Erfahrung, die steckt ganz tief drin. Das, was ich in mir abgespeichert habe, das macht mich misstrauisch. Misstrauisch und vorsichtig gegenüber allem Neuen. Und dennoch ist da die Hoffnung und der Glaube.
Und man sagt ja auch, Glaube kann Berge versetzen. Und wenn das so stimmt, so frage ich, wohin willst du diese Berge versetzen? Oder anders gefragt, was willst du genau erreichen und lässt sich das mit den Dingen erreichen, die dir bislang zur Verfügung standen? Viele meiner Amtsbrüder haben schlichtweg keine Ahnung, wie das mit der Hypnose wirklich geht und darum funktioniert es eben auch nicht. Leider. Na klar gibt es auch die anderen, aber den meisten Hypnotiseuren da draußen fehlt entweder das Wissen oder die Erfahrung oder beides. Hierzu solltest du dir unbedingt meine Videos über Kosten und Preise, Kalkulation und Vorgehensweisen aus der Playlist anschauen. Dann nämlich wird auch dir vieles klarer. Wir haben in unserem Institut etwas geschaffen, was es so noch nie gab. Mit meinen jahrelangen Erfahrungen und einem der erfolgreichsten Hypnoseinstitute des Landes kann ich dir bestätigen, nicht alles lässt sich ganz bequem von zu Hause aus verändern. Themen wie Angststörung, Depression oder Zwangserkrankungen sind so vielschichtig und personenbezogen unterschiedlich, dass du um eine Praxisarbeit kaum herumkommen wirst, wenn du dich schnell, einfach und erfolgreich von diesen Dingen befreien willst. Bei den Themen aber, die wir als Selbsthypnose für zu Hause anbieten, ist es ganz anders. Warum wollen Raucher aufhören? Das stinkt, das kostet Geld wegen der Gesundheit, ich will Steuern sparen und für Sinnvolleres ausgeben. Es nervt, einfach Zigaretten kaufen zu müssen. Ich will Vorbild für meine Kinder sein und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist bei nahezu allen Rauchern identisch, von ein paar Kleinigkeiten mal abgesehen. Und darum funktionieren unsere Online-Kurse auch so gut. Und auf die Kleinigkeiten nehmen wir in geschickter Art und Weise auch online Rücksicht. Es ist also grundsätzlich sichergestellt, dass du hypnotisierbar bist und dass alles auch online richtig, richtig gut funktioniert. Wenn du es willst, darum darfst du natürlich sehr gerne in eine der IHC-Praxiszentren kommen. Dafür sind wir ja da. Aber ich weiß, für all die Themen, die du unter der Rubrik Selbsthypnose auf unserer Webseite findest, ist es in den allermeisten Fällen überhaupt nicht erforderlich. Denn du brauchst einfach deinen Kurs buchen, kannst sofort loslegen und sparst somit noch mehr Zeit, noch mehr Geld und es ist dadurch noch einfacher, dein Ziel zu erreichen. Ich freue mich, wenn wir vom IHC dir helfen können, in der Praxis oder auch im Rahmen deines geführten Selbsthypnosekurses. Gib mir gerne ein Feedback, wie gut das alles bei dir funktioniert hat. Ich freue mich darauf und wünsche dir hypnotischen Erfolg.